Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute geht es wieder um Ungleichungen und beim heutigen Beispiel setzen wir gleich zwei Ungleichungen ein, und zwar die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung und die Ungleichung zwischen arithmetischen Mitteln und geometrischen Mitteln. Gleich in medias res, was ist die Aufgabe? Wir haben einmal zuerst die Definition. Die große Summe S ist also die Summe k gleich 1 bis n aller positiven reellen Zahlen zk. Und dann haben wir die Summe h, das ist die Summe k gleich 1 bis n der Kehrwerte dieser positiven reellen Zahlen zk, also 1 durch zk. Und dann haben wir das Produkt p, das ist das Produkt all dieser Zahlen zk, das schreiben wir also mit diesem großen pi an, groß pi ist gleich k gleich 1 bis n zk. Das ist also die Definition. Und jetzt haben wir eine Bedingung. Die Bedingung lautet, sagen wir, römisch 1, Forderung, eine Forderung nennen wir das. Das ist also, dass s größer gleich h sein soll. Das fordern wir. Und aus dieser Forderung wollen wir ableiten, eine Abschätzung. Und zwar, s soll dann oder kann dann nur größer gleich irgendeiner Zahl m durch p sein. Und bestimmen wollen wir dieses m. Das ist also die Aufgabe. Jetzt schauen wir uns einmal an, was wir aus dieser Bedingung römisch 1 herausholen können. Schauen wir uns einmal s² an. S² ist also s mal s natürlich. Und das muss dann laut dieser Bedingung größer gleich sein s mal h. Also wir ersetzen ein s durch das h. Und das Produkt muss natürlich kleiner gleich sein. Was ist nun s mal h? S mal h ist z1 plus z2 plus und so weiter plus zn mal 1 durch z1 plus 1 durch z2 plus und so weiter bis plus 1 durch zn. Und da verwenden wir jetzt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, also Cauchy-Schwarz. Das sagt uns dann, dass dieses Produkt der beiden Summen größer sein muss als das Quadrat der Summen von Wurzel aus z1 durch z1, natürlich auch die Wurzel, plus Wurzel aus z2 durch Wurzel aus z2 plus bis Wurzel aus zn durch Wurzel aus zn. Da haben wir natürlich überall den Einser. Da habe ich das Quadrat verschlafen. Und da haben wir natürlich auch einen 1er. Also haben wir hier n². Das bedeutet also, wir schließen aus römisch 1 das erste Ergebnis. S² muss größer gleich n sein zum Quadrat. Und da s ja positive Zahlen, aus positiven Zahlen gewonnen wird, folgt daraus, dass s größer gleich n sein muss. Das ist eigentlich unsere Folgerung Kreis 1. Dann schauen wir uns die Ungleichung zwischen arithmetischen Mitteln und geometrischen Mitteln an. Wir haben also s gleich z1 plus z2 plus zn. Und da wissen wir, das muss größer gleich sein. Wir haben n Summanden, also n mal die Wurzel, die nte Wurzel aus dem Produkt all dieser Zahlen, also z1 mal z2 mal und so weiter bis zn. Und das ist natürlich n mal die nte Wurzel aus p. Also haben wir mal zunächst ein Ergebnis Kreis 2, s größer gleich n mal die nte Wurzel aus p. Das ist also noch nicht aufregend, aber es stimmt. Dann schauen wir uns natürlich h an. Wir haben also h wäre oder ist 1 durch z1 plus 1 durch z2 plus 1 durch zn. Und da machen wir dasselbe. Nee, vorher machen wir noch was anderes. Das wäre etwas doof, wenn wir das machen würden. Auf die Art bringen wir es zuerst einmal auf den gleichen Nenner. Ne? Also z1 mal z2 mal zn. Das wäre natürlich wieder unser p. Und oben haben wir
zum Beispiel für den ersten Term ein Z2 mal Z3 mal bis Zn. Der nächste Term, da fehlt dann das Z2 natürlich, dann haben wir Z1 mal Z3, Zn und so weiter. Wie viele Terme haben wir? Wir haben n Terme. Und jetzt verwenden wir für den Zähler natürlich auch diese Ungleichung zwischen arithmetischen Mitteln und geometrischen Mitteln. Also wir haben hier offensichtlich eben diese n Terme. Dann haben wir die n-te Wurzel und jetzt schauen wir an, wenn wir all diese Produkte miteinander multiplizieren, dann sehen wir, dass jeder Faktor, also dieses zk, irgendein zk oder z3, z5, zn, n-1 mal vorkommt. Denn hier zum Beispiel fehlt das z1, hier fehlt das z2. In allen anderen Termen kommt aber das z1 oder das z2 vor. Das heißt also, wir haben hier z1 hoch n-1, z2 hoch n-1 und so weiter bis zn hoch n-1. Also haben wir als drittes Ergebnis, h ist größer gleich. Wir ersetzen also diesen Zähler durch n mal n-te Wurzel aus p hoch n-1. Und unten steht natürlich hier dieses p, nicht? Das ist ja p. Also folgt daraus, wir haben h als die dritte Folgerung aus unserem System größer gleich n mal, und jetzt wenn wir das erweitern, haben wir natürlich hier unten die n-te Wurzel aus p hoch n, also steht hier die n-te Wurzel aus p. Das ist das, was übrig bleibt. So, wir haben jetzt also drei Ergebnisse. Dieses Ergebnis und dieses Ergebnis. Und jetzt schauen wir mal an, was kann dieses p für Stückchen spielen. Es kann natürlich zum Beispiel kleiner als 1 sein. Das wäre der Fall groß A. Was haben wir da? Fangen wir mal mit dieser Geschichte an. Dann wäre das s, wenn wir also hier dieses p kleiner als 1 haben, dann wird die n-te Wurzel auch noch kleiner als 1 sein. Also wird dieses s kleiner als n sein. Das wäre die erste Folgerung aus dem Fall A. Das wäre aus 2. Folgt das. Und dann verwenden wir 3. Hier haben wir also im Nenner eine Zahl, die kleiner als 1 ist. Also muss h im Fall groß A h größer als n sein. Und damit sind wir aber im Widerspruch zu unserer Voraussetzung, dass dieses s größer gleich h sein soll. Also hier haben wir einen Widerspruch. Das bedeutet, b kann nicht kleiner gleich 1 sein. Es folgt daher, dass nur der Fall p größer gleich 1 übrig bleibt. Und den behandeln wir auf der nächsten Tafel. Ja, jetzt also der Fall groß B. Hier noch einmal die Definitionen, die Forderung und unsere bisherigen Schlussfolgerungen. Und wenn wir jetzt annehmen, dass mit groß B das P größer gleich 1 sein soll, dann sehen wir, dass bei diesen drei Forderungen kein Problem besteht, wenn P größer als 1 ist. Also diese beiden Forderungen können dann zusammengehen ohne Widerspruch. Und auch hier sehen wir, dass wir kein Problem haben werden. Also wir haben hier h größer gleich n durch p mal der Entenwurzel aus p hoch n minus 1. Das ist natürlich vereinfacht nichts anderes als die n durch die Entenwurzel aus p, aber wir lassen das in dieser Schreibweise, denn dieser Ausdruck ist sicher größer gleich als wie n durch p allein. Denn dieser Ausdruck hier ist ja größer als 1. Die n-te Wurzel aus p hoch n minus 1 ist eine Zahl, die größer als 1 ist. Größer gleich 1. Schreiben wir hin, also folgt das. So, dann haben wir also s größer gleich h. Ist ja nicht gestört, diese Relation. Größer gleich n durch p. Also folgt daraus, dass s größer gleich n durch p ist. Und damit haben wir unser m gefunden. M war ja gesucht. Es folgt also, dass m
gleich n ist. Das ist unsere Antwort. Ja, und damit wäre dieses Beispiel erledigt. Hoffe, das war wieder recht witzig. Wir haben also hier die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung verwendet und auch die Ungleichung zwischen arithmetischen und geometrischen Mitteln. Ja, falls das gefallen hat, bitte liken, bitte dem Kanal treu bleiben oder den Kanal abonnieren. Danke, bis dann, ciao.